sports. It's in the game. Die Stimmung ist schon klasse hier in Anfield. Wie eigentlich immer, ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine Squad Battles Partie. Die Young Boys gegen die Snakes. Also ich denke, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Früh bringt er sie hier in Führung, da ist das Tor. Der Rückstand also für die Snakes. Schauen wir mal, wie sie jetzt reagieren. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Rafael Leao. Abgefangen von Van Dijk. Sehr guter Einsatz. Rafael Leao. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gut durchgesetzt. Da ist die Chance. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Die Snakes verlieren den Ballbesitz. Das ist Rafael Leao. Gefährlich. Guter Ball, aber knapp daneben. Da ist der Ball hier erstmal weg. Stark gemacht, das könnte was werden. Ball am Pfosten, aber doch immer im Spiel. Geht mit Einwurf weiter. Er geht schön dazwischen. Bourigeau. Ballbesitz erstmal abgegeben. Sie kommen jetzt über außen. Hereingabe auf den langen Pfosten. Zentimeter verhindert das Tor. Ball ist zwar drin, aber abseits. Und Sie können es nicht fassen? War das wirklich abseits? Ja, das müssen wir uns in Zeitlupe noch. Ist das das Tor? Der Ball geht an den Pfosten.
Geklärt von Laurent Blanc. Achtung! Ah, toll gehalten. Und jetzt die Auswechslung von Raheem Sterling. Jetzt Eckball. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Sie suchen ihre Chance. Wieder ist der Ball drin. Ja, jetzt sind sie natürlich mit 4 vorne. Das Ding ist durch. Er passt gut auf und hat den Ball. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Aber jetzt bekommen sie den Freistoß doch noch. Vorteil abgepfiffen. Es sieht ganz danach aus, als würden die Gastgeber gleich mit einer klaren Führung in die Pause gehen. Mit so einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tun sie ja auch. Das wird nach der Pause kaum anders sein. Sie dominieren das Ding hier. Ist bisher ein klasse Spiel. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Schöne Aktion, Steilpass. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ecke kommt in die Mitte. Pause, die erste. Mit der klaren Führung für die Young Boys geht es hier nun weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Und klasse durchgesetzt. Da kommt der Schuss. Wahnsinn. Er hält ihn. Jetzt die Ecke. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Pass kommt nicht an. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sie kommen da hinten einfach nicht raus. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Der Ballverlust. Durchgesetzt, gefährlich. Ball geht an den Pfosten. Die Szene damit beendet. Ballverlust Snakes. Carlos Vela. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Guter Vorstoß da jetzt. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Das ist Rafael Leão. Sie machen das Tor! Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Da geht er vorbei. Gute Chance. Da passt der Torhüter auf. Resolut geklärt von Blanc. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Er lässt sich da nicht aufhalten.
Da ist er mit dem Block zur Stelle. Watkins. Burigo. Er holt den Ball hier ganz stark. Da ist er jetzt durch. So, wieder ein Tor. Langsam wird's voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Sie haben den Ball verloren. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Das könnte jetzt die Chance sein nach diesem Pass. Brillant gemacht! Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Starker Zweiger. Rafael Leão. Oh, das könnte was werden. Und er ist drin. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Guter Pass. Tor! Er hat damit also den Doppelpack in diesem Spiel. Klasse Leistung. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude. Wir schauen auf die heutige Leistung von Rafael Leão, Buschi. Wie ist da deine Einschätzung? Der hat ein überragendes Spiel gemacht, oder? Die reinste Tormaschine heute. Da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Besser geht's kaum noch. Eine Überraschung. You're my sunshine, but they live in me.
Diego. Deiko no Hanagasaki, kaze wo yobi arashiki ta maru de za boom. Diego ni atta toki, LA de shimau ta wo kikasetara, ooh. What? Zatte natte sugu ni ryori shita beach, shima ni mo chikaette senritsu tsubaki. De chiko, sore ni Oswald ga nokkatte jack suru kimi no mimi. Yaru wazza ni shika dekinai music, kizon no michi ga nakutemo do it. 失敗は成功のもと本当に成功の反対にあるのは何にもやらないこと OK I do the now 目に見えるものは全てが罠 Help can't hate me if you wanna だけど逆らえない私には All my brothers, all my daughter or any of my family 邪魔するやつには的確措置を消えないと逆に面倒よ話すことになる俺の弁護士とキックするバースパンチするライン天真みたく負けを知らない I'm a troublemaker 革命家眠った民目覚めさせる Wake up 飛んでる間にトップ逃げる肉貧乏に乗ったなぜだか来い Boy その繰り返し Willkommen, liebe Fußballfans hier in Anfield. Ich möchte Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Die Young Boys gegen die Queens. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Das ist die Aufstellung der Young Boys. Viel Druck von den Young Boys jetzt. Die Chance hier. Schuss geht knapp daneben. Das war eine gute Chance. Mit dieser Aufstellung gehen die Queens in dieses Spiel. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Rafael Leao ist auf jeden Fall ein Spieler, der heute eine Schlüsselrolle spielen könnte in dieser Begegnung. Er hat eine unglaubliche... Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Ah, wichtiges Tor. Er macht die frühe Führung. Xendalun. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da ist die Flanke an den langen Pfosten. Der ist drin! Damit hat er seinen 50. Treffer für das Team. Und klar, da sollen im Idealfall zumindest noch viele weitere folgen. Ings. Super durchgesetzt. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Es wird wieder spannend nach diesem Anschlusstreffer für die Queens. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Und sie können klären. Coman. Da ist Coman. Die Flanke jetzt. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Ecke für die Queens. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Kingsley Coman. So langsam wird es gefährlich. Die Queens geben den Ball ab. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Watkins! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut.
Wird Ecke geben, da hoffen sie jetzt natürlich auf den Führungstreffer. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Ward-Prowse. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Klasse Tackling. Coman. Er hat die Chance zur Führung. Sie sind vorne. Ungläubig. Schauen Sie auf die Anzeigetafel. Nach diesem Rückstand sind Sie wieder da. Der Ballverlust jetzt. Ward-Prowse. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Der Schiedsrichter pfeift Halbzeit 1 ab. Mit einem knappen Rückstand gehen die Young Boys nun hinein in den zweiten Spielabschnitt. Killman. Ward-Prowse. Kane Chukwuemeka. Ball wird abgefangen. Viel Druck von den Young Boys jetzt. Könnte der Ausgleich sein. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Cendalun. Da verlieren sie den Ball. Coman. Erik Sviatchenko. Martin Terrier. Rafael Leao. Ja, er verliert den Ball. Ward-Prowse. Komm an. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Gute Abwehr. Da ist die Flanke. Flanke abgefangen, behält er die Nerven. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Da könnten sie jetzt in Führung gehen. Tor, und damit sind sie hier wieder vorne. Eine enge Kiste, und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Der Angriff könnte was werden. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt, binnen weniger Minuten. Jetzt sind sie hier davon. Kilmer. Kilmer. Kane Chukwuemeka. Da ist Coman. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Kane Chukwuemeka. Schön dazwischen gegangen. Ah, da wäre jetzt Platz. Das muss es sein. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Kane Chukwuemeka.
Guter Spielaufbau jetzt. Da kommt der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Ganz alleine. Da passt er auf. Ball geklärt. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da ist Platz für den Konter. Es wird mit Ekpal weitergehen. Trainer wechselt, 2 neue kommen in die Partie. Ward-Prowse mit der Ecke. Starkes Tackling hier. 1 Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Das macht er gut. So, das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über... Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Na, alles in allem dann doch zu schwach. Drifted in irons, who cares? Just sold a few tickets, racked up a few digits, lovely. Yeah, lads on the way round, a few RP in a spare. But I've done most of them because I'm a mayor. But a few instances, I'll be right there. Yeah, come on, squat party, we're ass, lovely jubbly. Country's gone right down the pan, but as long as I'm an ass music fan, I'll be there to bring the ass down, lovely. As long as there's old dough, gotta hate all them. They should just jog on if they're long gone past it. Classless. He had the old school tunes playing, got us right in the mood. Door number 32, interlude. Straight through fairy lights, decorations, everyone's in some sort of two-step meditation revelation. Lovely. Sheila's looking double lovely, curly hair's tied up in a couple of bunches with a couple of scrunchies, moving a bit abruptly. That'll be the point. She's clutching, cool, can't be too keen, cool, quite the dream she is. More everything. Rabina, pizza, head spinning like a Caesar, reaching out to a couple of beautiful creatures. Cracking on, Sheila's pizza's gone, couple of slices and a cheeky kiss and a cheek later, I learned she's got her fella, cheeky Cinderella. Still giving me the eye though, Lulu, this party's sick, treacle dance on the sofa, all together let's have a photo. 2 a.m, 3 a.m, 4 a.m, session, Taylor's caught himself an absolute weapon. A wonderful bit of checkers, they're at the cars now and they're still two-stepping. Lulu, this party's 1 in a trillion. Wow, Sheila dancing a bit close now. She's off again. Oh, she's back now, eating a Malteser. Always been a big eater, she has. Can't let her wrap me up, always had the Medusa touch she has. Gotta be strong. Here, Rabina. Lemon Fanta, that'll make me body shake. Back in a...
From my demise, I'm the only one who had his eyes on the prize. They make a bit of money, now they're thinking that we're size. I'd rather be overrated than overpaid than whatever you are. Look, I came from the sewer. Big Mike made new rules at Dua. That's me, Rates, Twinkle, Ash, and Akua. I don't think I spat a word truer. And if I ever can't remember, bro, I'll let it render. 4K HD vision like Wenger. Think you're tough till you get your bubble burst, like I just revealed the gender. I killed the game, I'm a serial offender. I'm old school like Koki and Bengar. Psalm 35, so I send it back to sender.
I was the flavor of the month, now I'm the flavor of the decade. Get in your head like a headache. I'm on your neck like a fight. Scatty like a pub fight. Old school killers that are hug tight. They hate, but they love Mac. Bit of footy with a. If you're a grass man, I'm hopping up. It's a bug's life. I don't come much, but I come nice. They were hoping that it jams, but it bangs like my mum's rice. I need cheese like a bun slice. Brand new kettle for a dumb price. Little man, this ain't a Bretlin. If I told you what it cost, it'd probably be a bit unsettling. Could have been an engineer in the Shetlands. Now, man, I'm solid in the field like Declan. I was made in a manor. Yeah, I'm old school, man. I used to mash works with a spanner. Now I roll dice with Tara and Savannah. Told my mean chick St. Kitts or Guyana. Sorry, babe, I don't use Skyscanner. Cool Big Trev, that's a certified planner. Still little Matt, just litter and whammer. She don't really understand my London grammar, but she loves all my lingo. Pat's got me jumping out fish window. Oh, what a life. Real ghetto, you, I know struggle and strife. But I've gotten very used to these Dubai nights. I got purpose. Old school movie like Marissa and Curtis. We grew up in the circus. I've been robbed, and I robbed too, but I've never robbed purses. It's deep if you scratch at the surface. I don't ask what's the damage, cause I'm sure that it didn't do damage. Ha ha, oh well, we can manage. With my two fists, art slips, I'm a savage. I used to pray for some dough, now I pray for a godsent marriage and a patch for my cabbage. Before she arrives, I'm unloading my baggage. So to my future wife, you gon' get the whole package. Longevity flows, they can't believe that I'm still lit. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier in Anfield, wo wir heute beste Wetterbedingungen haben. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. Die Young Boys gegen Union. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Das ist die Aufstellung der Young Boys. So wird Union dieses Spiel angehen. Nur noch der Torwart vor sich. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Steven Berkowitz. Ball ist bei Gonzalo Ramos. Balleroberung. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Watkins. Da ist er alleine durch. Die Riesenchance. Und wieder treffen sie. Zwei Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Ja, abgepfiffen. Ist wohl doch schlimmer. Liegt doch am Boden. Gute Entscheidung, hier abzupfeifen. Die Betreuer müssen auf den Platz. Weiter geht's mit diesem Schiedsrichterball. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Ballbesitz erstmal abgegeben. Toller Pass. Guter Ball, aber knapp daneben. Ball ist weg. Janina Minge. Meier. Jetzt die Young Boys mit dem Angriff. Jetzt die Chance. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Gut gemacht, gutes Tackling. Stark gemacht, das könnte was werden. Sie macht den Doppelpack. Es läuft einfach für die Young Boys. Nun liegen sie schon mit 3 Toren in Führung. Muss es fast sein.
Wieder ist der Ball drin. Ja, jetzt sind sie natürlich mit 4 vorne. Das Ding ist durch. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da ist der Schuss. Und damit realisiert sie den Dreierpack. Gratulation. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Gut den Ball abgenommen. Macht sie es. Erstes Spiel, erstes Tor. Was für ein Start, was für ein Debüt. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Den Zweikampf führt er sehr gut. Sie holen sich den Ball und zwar durch dieses frühe Pressing, weil sie sie da früh unter Druck setzen. Wir sind in der Schlussphase dieser ersten Hälfte. Die Gastgeber führen deutlich. Mit so einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tun sie auch. Das, ganz kurz, sie kommen jetzt. Gleich der Doppelpack im ersten Spiel, dass es so gut läuft, das hätte kaum einer vermutet. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Der zweite Spielabschnitt kann beginnen, hier in Anfield. Schön den Ball abgenommen. Verdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene, das geht, wie ich finde, in Ordnung. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Gefahr noch nicht vorbei. Es gibt Strafstoß. Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Chance zum Tor. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Ball geht direkt zum Gegner. Er sucht die Anspielstation. Er bekommt Hilfe. Und jetzt der Lupfer. Bah, das war richtig knapp. Guter Lupfer, da hat nicht viel gefehlt. Fängt diesen Ball ab. Erneut jetzt der Ballverlust. Da könnte jetzt was entstehen. Da ist der Ball drin. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Ja, immer noch stehen sie da enorm unter Druck. Wie macht er den denn rein? Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab.
Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gute Parade hier. Der Ballverlust. So, was machen Sie draus? Ja, klasse. Zurückgespielt. Gehalten von Lopez. Die Ecke kommt. Und da zieht sie ab. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Gute Aktion, sie haben den Ball. Watkins bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Riesenchance. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Und jetzt wollen sie wechseln. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Sehr gut aufgepasst. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Ricardo Pereira. Sie können es machen. Gutes Tackling hier. Silesen. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Schön vorbeigekommen. Spielt das schön rein jetzt. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Deutlich.